Was? Man kann zum Eingang zurück? Hä? Weil? Oh, Sumina, hier ist wieder der Endo-Freak. Ja, wir gehen zum Eingang zurück. Ganz, ganz am Anfang, wo uns die ganzen Tutorials gezeigt wurden. Wie man sprintet, wie man springt und... Grundsteuerung. Und, ja, das ist die Musik des Trailers. Und ich bin total erschrocken, als ich durch diese Höhle gegangen bin und von Weitem etwas Grünglänzendes sah. Es ist, oh mein Gott, es ist Celebi. Hi. Guten Tag, ich bin Celebi. Ich habe das Geschehen im Park die ganze Zeit im Auge behalten. Unlängst drohte der Fluss der Zeit aus den Fugen zu geraten, aber mittlerweile scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Wir stehen tief in deiner Schuld. Lass uns fangen spielen. Und ich habe das letztes Mal versagt, habe ich versagt. Es geht hier nur im Kreis, aber mit etwas Strategie und der neuen Sprinttechnik. Ich würde mich sehr weit in der Mitte halten, dadurch bist du nämlich schneller. Oh, wir sind viel schneller durch die neue Sprinttechnik, aber auch schwerer zu kontrollieren. Ich habe nämlich Angst, dass ich an Celebi vorbeirenne und wir schaffen das. Es ist so, wie ich dachte. Ich renne an Celebi vorbei. Hallo! Renn mal nicht so abgehakt. Ja, er hat geklappt. Letztes Mal habe ich verloren. Kläglich verloren. Naja. Klasse, das hat Spaß gemacht. Ich möchte mich auch einmal an den Spielen versuchen. Das Turbo-Hangeln zum Beispiel scheint sehr unterhaltsam zu sein. Ich werde wohl auch teilnehmen, sobald du und alle deine Freunde, die daran teilnehmen können, jeweils die Bonusleistung erbracht haben. Damit haben wir einen neuen Auftrag bekommen, würde ich jetzt mal so behaupten. Was finden wir eigentlich hier unten? Sind hier noch Pokémon, die, Bären? Wow, 10 Stück. Was passiert? Sackgasse nehme ich an. Natürlich. Wir sind hier für immer gefangen, wir können hier nicht mehr raus. Nein, ich muss für mein Lebensende Spaß haben. Nein, passt schon. Durch das Tor. Pff, wie dran vorbeigerannt. Ja. Steuerung. Ja, bin ich denn jetzt blind? So. Wow, hier gab es nur Celebi, sonst nichts. Ich wollte gerade ernsthaft die Frage stellen, sind wir eigentlich auch mit Mew befreundet? Natürlich. Es war ja Ziel des ganzen Spiels. Geil. Gut, in der Grünzone haben wir noch nicht alle Pokémon. Noch lange nicht, ich weiß es ja nicht, aber definitiv noch kein Hornlio, weil ich habe mal ein Hornlio entdeckt, bin aber noch nicht mit ihm befreundet. Wie kommt man eigentlich zu dem Fleck, wo ich war? Ich hatte doch nach den Bidi-Fass gesucht, dabei war es die ganze Zeit vor meiner Nase, da habe ich doch dann dieses Carpador entdeckt. Ich halte mich einfach mal am Rand, weil das war wirklich sehr am Rand gewesen. Da ist eine Beere runtergefallen. Oder ein Hornlio. Da ist was runtergefallen. Ich will das haben. Da ist es. Tada. Wir rammen einfach Bäume. Irgendwas will sich dann schon mit uns befreunden. Dass man nur bestimmte Bäume... Achso. Kamera! Die beste Kameraarbeit seit langem. Ich gebe ihm einfach mal... Hi, du isst doch nicht genug. Wow. Achso, es gibt Bären. Da könnte ich mich ja dumm und dappig verdienen. Es ist wieder nur eine Beere. Waren das gerade Blätter auf dem Boden, diese Punkte da unten? Da ich jetzt nicht auf die Schnelle das Hornlio finden werde, werde ich einfach in die Strandzone gehen. Wie viele Bären haben wir jetzt eigentlich? Nein, ich bezahle keine Bären, wenn ich auch da zur Strandzone laufen kann. Abzocki.
Also, wir sehen uns gleich in der Strandzone. So, in der Strandzone angekommen, reden wir jetzt mit dem Pokémon, das uns über den Weg läuft. Ah, die Musik hier ist am blödesten, finde ich persönlich. Und was ich doof finde, das ist nur in der Strandzone so. Dieser Blick, wo Pikachu nach oben guckt, mit ganz traurigen Augen und winkt, das ist nur in der Strandzone, deswegen mag ich die Zone nicht. Kann ich da durch? Ich dachte gerade für einen Moment, dass es logisch wäre, dass man da durchläuft. Sind wir mit dir befreundet, Tauboga? Nein. Wingull hat mich eingeladen, hier zu spielen. Es soll nämlich Spiele geben, bei denen man durch die Luft fliegt. Was? Möchtest du kämpfen? In deinen Augen sehe ich eine richtige Kämpfernatur. Lass uns beginnen. Was jetzt? Ja, kämpfen. Es hatte nur zwei Balken, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Es fällt aber ganz schön langsam. Oh, du bist gut. Lass uns Freunde sein. Mir war nicht bewusst, dass man Donnerblitz gegen Flugattacken, also gegen Flugattacken schon, gegen Flugtypen. Aber nicht, dass wenn die in der Luft sind. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber naja. Mit dir sind wir befreundet, gell? Ja. Nein. Ich könnte natürlich auch mit jedem Pokémon gut befreundet sein, aber ich weiß nicht, ob das auch zu den Zielen gehört. Was ist das denn? Hydropi. Mudkips! Schwimmen ist so erfrischend, aber verstecken mag ich auch. Das ist nicht die Original-Hydropi-Stimme. Verstecken. Kein Tipp? Irgendwas mit Fels? Ich sehe es von hier aus. Wow, es ist kein Versteck. Sah's von hier aus, echt wahr. Oh, schade, du hast mich gefunden. Wie? Zu offensichtlich? Das stimmt jetzt aber gar nicht. Hä, wollen wir spielen? Lass uns Freunde sein. Hydropi ist jetzt dein Freund. Jeder leid Mudkips. Legendäre YouTube-Poops. Wow, ich bin überwältigt. Originalstimme. Nein. Nein. Mit dem Krabi sind wir befreundet. Das ist mir noch gut im Kopf geblieben mit diesem epischen Fail. Einfach geh mal die Batterie raus und ein Turtok spielt gerade Fang mit einem Krabi. Was war das denn? Unsere neue Sprinttechnik? Moment. Hä, wie habe ich das gemacht? Da war ganz kurz so eine Welle zu sehen. Ist ja jetzt wurscht. Euch sind wir allen unsichtbare Wände sind hier wirklich die Hölle. Mit Plinfa haben wir noch nicht gekämpft, aber trotzdem haben wir schon aber verloren. Nein, mit Schwalbini erst wegfliegt. Nein. Es sitzt noch da, ich höre es. Es kann natürlich übers Wasser. Malaga, ey. Kiste? Ich will schon sagen Münzen. Okay, das klang gerade wie Kanimani, war aber ein Kanivana. Es klang mehr wie ein Kanivanya. Okay, mit dem bin ich ja befreundet. Ich würde sagen, wie spreche ich die jetzt an? Garados sind wir befreundet.
Ui. Hoppla. Es hüpft aber ganz schön rum. Nein. Es macht es schon wieder, dieses Impegato. Oh mein Gott. Auch Gyarados und Impegato scheinen sich versöhnt zu haben. Die Freundschaft der Pokémon im Pokepark wird nie vergehen. Wie wär's mit einem Kampf? Ja, mit Impegato im Hintergrund, wo dann gerne mal zuhaut. Tut's nicht, ich weiß. It's a Kampf. Die. Ich weiß, ich mach's. Double kill. Die. Ich wollte eigentlich Eisenschweif machen, aber ich denke da nie dran, dass ich noch Eisenschweif habe. Oh, von dir kann sich auch Barmelin eine Scheibe abschneiden. Lass uns Freunde sein. Ruf mich, wenn du verschnarchst. Boilin ist jetzt dein Freund. Gut. Also, unser Freundeskreis wächst und gedeiht. Das wäre es in der Strandzone auch schon wieder gewesen. Nein, dieses hässliche... Hi! Ja, hallo! Was soll denn diese Aquana-Stimme, bitteschön? Das Wellenreiten führt mich hierher. Bla, bla, bla. Bla. Kämpfen wir. Bla, bla, bla. Kämpfen ja, ja. Schieb doch nicht das Aquana hin und her. Zweimal gerammt und dieser Rat sich. Wie greift es an? Oh. Pff. Aquawelle. Ich will Eisenschweif machen. Ja. Es hat sich jetzt gelohnt. Ich wollte diese Eisenschweif-Attacke benutzen. Hervorragend. Schwungvoll und anmütig zugleich. Anmütig. Enteron ist jetzt dein Freund. So hässlich ist es gar nicht. Auf dem Notebook sieht es hässlicher aus. Aber diese Haltung, dieses Hohlkreuz. Also jetzt noch mit Aquana und dann ist Schluss für heute. Lauf schneller. Ui. Das Meer ist umwerfend, oder? Hoppla. Du hast aber viele Freunde. Los, spiel mit mir. Egoistisches Vibe. Bitte sei nicht allzu schnell. Ja, das geht ja noch. Ich finde, Aquanas Flosse ist in diesem Spiel etwas zu dick geraten. Kann das sein? Ups. Aber Glück für uns. Je dicker der Schwanz, desto schneller erwischen wir es. Das klang sehr zweideutig. Der Sprint ist eine Wucht. Dein Sprint. Es hat mir viel Spaß bereitet. Ich denke, wir können gute Freunde sein. Lass uns bald wieder zusammenlaufen. Ja. Aquana ist jetzt dein Freund. Es muss doch irgendeinen Sinn haben, wenn wir mit allen Evoli-Entwicklungen befreundet sind. Oder es ist einfach so der Sinn der Sache, dass Evoli-Entwicklungen automatisch immer eine bestimmte Anzahl von Freunden wollen. So, Schwalbini, diesmal fliegst du mir nicht weg. Hi. Also, wir sind befreundet. Das merke ich gar nicht, sowas. Nein. Das Wesen der Zone, glaube ich, auch schon wieder. Ui. Sehr verpixelte Blume. ernsthaft, ich glaube, das war's in dieser Zone. Wow. Erzählen, wir holen jetzt noch was vom Baum. Puh. Nein. Es passiert nichts. Damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Mit noch mehr Freunden. Bis dahin. Janel.